Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Wouter Mechi, und ich präsentiere euch heute kein Update, kein Overview, kein Special Video, kein Tag Video, sondern mal wieder nach langer, langer Zeit ein Top 10 Video. Wie es ihr schon im Intro gesehen habt, es geht heute um John Carpenter, das Regie-Genie für mich. Ganz ehrlich, ich mag die Filme von John Carpenter. Ich habe 10 Stück, die ich mir gerne angucke, und die würde ich euch gerne jetzt mal präsentieren in diesem Video. Und wir fangen auch direkt an mit der Nummer 10. So, und die 10 ist Christine, ein Film von John Carpenter, eben halt Buch geführt von Stephen King. Es geht eben halt darum, um ein Auto, was Menschen umbringt. Ist jetzt nicht so dolle, man kann ihn sich aber mal geben, und ich bin auch froh, dass ich den in dieser Sammlung habe. Einmal die Rückseite, und das war meine Nummer 10, Christine. Auf 9 ist der Film Das Ende oder Assault. Habe ich hier in dieser wunderschönen VHS-Edition. Es geht darum, ein Knast oder besser gesagt ein Polizeipräsidium, was geschlossen werden wird, muss an einem Abend nochmal als Gefangenentransportlager genutzt werden, weil ein Oberbösewicht da reinkommt und die Gangmitglieder möchten ihn befreien. Es ist jetzt kein typischer John Carpenter Film für mich, aber trotzdem, seine Musik ist da drin, man merkt seine Regieart in dem Film, und ich bin auch da wieder froh, dass ich den in dieser schönen Edition in meiner Sammlung habe. Ich mache mal einfach auf, wie ihr es schon tausendmal bestimmt gesehen habt, so sieht eine VHS-Edition aus. Und das war meine Nummer 9. Assault, das Ende. Auf 9. Auf Platz 8 ist ein Film mit Janet Leigh, die gute Frau aus Psycho, und Jamie Lee Curtis, ihre Tochter, und zwar The Fog, Nebel des Grauens. Es geht darum, eben halt Piraten, die eben halt durch den Nebel wieder zurückkommen und Menschen töten, weil die ihren Schatz suchen. Gut gemacht, nett erzählt. Ist ein Muss auch für mich als Filmsammler, den in der Sammlung zu haben. Und deswegen bin ich froh, dass ich den in dieser DVD habe. Das war meine Nummer 8, The Fog, Nebel des Grauens. So, jetzt kommt die 7, und das war der einzigste John Carpenter Film, wo ich im Kino war. Es spielt mit Daniel Baldwin, James Woods und Shirley Lee. John Carpenters Vampires. Ach, einfach nur genial. Also als ich den Film im Kino gesehen habe, war ich hin und weg von diesem Film. Die Musik grenzgenial. Die Vampir-Szenen sahen gut aus, wie die da aus der Erde rauskamen. Und eben halt auch die einzelnen Effekte, einfach grandios. Ich mag diesen Film, und das war der erste John Carpenter Film, wo ich im Kino war. Und auch bis jetzt der einzigste. Und das ist meine Nummer 7, John Carpenters Vampire. Und die Nummer 6 kommt jetzt. Und zwar ein Film mit Daryl Hannah, Sam Neill und Chevy Chase. Jagd auf einen Unsichtbaren. Ja, der Film ist auch von John Carpenter. Und ja, ich feiere diesen Film richtig. Weil das war der erste John Carpenter Film, den ich überhaupt in meinem Leben gesehen habe. Meine Eltern haben den sich ausgeliehen, wussten gar nicht, wo es drum geht. Ich habe ihn gefeiert, die fanden den... Aber geil. Und ich habe diesen auch in diesem wunderschönen Mediabook mit Chevy Chase, Daryl Hannah und Sam Neill aus Jurassic Park. Und das ist meine Nummer 6. Die Jagd auf einen Unsichtbaren. Und jetzt kommt die Nummer 5. Und für viele bestimmt der beste John Carpenter Film. Aber für mich ist es einfach nur die Nummer 5. Und zwar Halloween. Ich liebe diesen Film, ich mag diesen Film. Das ist auch mein einziges wattiertes Mediabook, was ich in meiner Sammlung besitze. Aber es gibt bessere Filme für mich von John Carpenter oder bessere Filme in diesem Genre. Dieser Film hat viel für dieses Genre bewirkt für mich, aber es ist jetzt nicht mein Lieblingshorrorfilm. Aber trotzdem eine Tradition, jedes Jahr zu Halloween mit diesem Film als erstes reinzuziehen. Und das war meine Nummer 5. Halloween. Die Nummer 4 kommt, und zwar jetzt ein Film mit Kurt Russell, und zwar Escape from New York von John Carpenter in diesem wunderschönen popartigen Steelbook. Letztes Jahr oder besser vorletztes Jahr im Mediamarkt hier in Wuppertal gekauft.
Gekannt habe ich den schon und ich bin auch froh, dass ich diesen Film in dieser Sammlung jetzt habe. Und das ist meine Nummer 4, Escape from New York, Die Klapperschlange von John Carpenter. Wie es ihr schon im Einspieler gesehen habt, ist die Nummer 3 Sie leben mit Roddy Piper. Ein grenzgenialer Wrestler, leider auch viel zu früh verstorben, mit einem grenzgenialen Film. Für mich ein Muss, diesen Film wirklich einmal im Jahr mindestens reinzuziehen. Und wenn es nicht sein muss, sogar zwei, dreimal. Weil ich feiere diesen Film von vornherein. Als ich den das erste Mal gesehen habe, hatte ich sogar richtig Angst vor diesen komischen Gesichtern da. Aber natürlich sind es Gummimasken und heute lacht man mal drüber. Aber es ist ein Kultfilm für mich. Ein absoluter Kultfilm von John Carpenter. Sie leben. Und meine Nummer 3. Naja, nach 3 kommt 2. Und dazu muss man ja nichts verlieren. Das Ding aus einer anderen Welt. Hammergeiler Scheiß. Einfach nur Hammer. Also der Film, der landet wirklich einmal im Monat im Player, weil ich feiere diesen Film. Und das ist meine Nummer 2. Das Ding. Einfach nur Kult, der Film. Einfach nur bombastisch. Ein absoluter Muss für mich. Und ich bin auch froh, dass ich diesen Film in meiner Sammlung habe. Und das war meine Nummer 2. Die Nummer 1 für mich, und das ist wirklich eine Nummer 1. Viele würden sagen, nee, der ist nicht so dolle, aber für mich ist er richtig dolle. Und zwar ist es ein Film mit Donald Pleasures, Lisa Blonde, Victor Wong, Jameson Parker und Alice Cooper, Prince of Darkness, die Fürsten der Dunkelheit, Uncut. Hammer. Als ich den das erste Mal gesehen habe, das ist auch noch nicht so lange her, bevor ich den in der Sammlung aufgenommen habe. Das war bei Tele5 lieber dann samstagsabends und ich war hin und weg und ich direkt, wo kann ich den kaufen? Und habe gesehen, dass der bei Saturn und Mediamarkt sogar vorrätig ist. Und dann bin ich extra am Montag nach Saturn hingegangen und habe mir den da gekauft. Und das ist meine Nummer 1. Die Fürsten der Dunkelheit von John Carpenter. Meine Nummer 1. Guckt euch mal die Rückseite an. Guckt euch mal diese Maske an. Uah, eklig. Und diese Spiegelszene ganz am Ende, super gemacht, super Geschichte, toller Film, 1A, für mich die wahre Nummer 1 von John Carpenter. Und das war mein Top 10 Video. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, wenn nicht, gebt einen Daumen nach unten. Schreibt mir mal in den Kommentaren, welchen Film von John Carpenter findet ihr bombastisch oder mögt ihr oder welcher ist eure Nummer 1? Ich habe alle Filme, die ich jetzt präsentiert habe, auch in der Infobox verlinkt mit den Trailern, damit ihr euch auch mal ein Bild machen könnt. Und ich würde mal sagen, macht nicht mehr so dolle. Bis demnächst und tschüss.